Wie ja schon erwähnt, basiert das Buch, von dem ich auch ein paar Exemplare mitgebracht habe, die ich auch verbilligt verkaufen kann, auf meiner Doktorarbeit, die natürlich einen etwas anderen, etwas akademischeren Titel hatte, nämlich die Rezeption der kritischen Theorie und die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen deutschen Vergangenheit von der antiautoritären Fraktion der Studentenbewegung zu den K-Gruppen. Und also dieses Thema umschreibt ziemlich genau, was ich untersuche. Und beschreibt auch oder macht auch klar, dass so Fragen, die bei Vorträgen öfter kamen, auf Bewegungen oder Zerfallsprodukte der 68er-Bewegung, die in meinem Vortrag oder in meinem Buch fehlen, etwa die Sponti-Bewegung oder die Neue Frauenbewegung, was mehrfach angemerkt wurde, dass die eben nicht aufgenommen wurde, liegt an dem Thema, was ich bearbeitet habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das kleinreden will oder nicht finde, dass das nicht untersuchenswert wäre. Also ich finde gerade der Spontaneismus wäre mal ein sehr interessantes Beschäftigungsfeld, weil es da bis jetzt fast gar nichts dazu gibt. Aber mein Thema ist eben die Rezeption der kritischen Theorie und die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen deutschen Vergangenheit von den Antiautoritären zu den K-Gruppen. Die kritische Theorie war konstitutiv für die Studentenproteste der 60er. Nach Alex Demirovich waren die Schriften der kritischen Theoretiker das Medium der Selbstverständigung der studentischen Protestbewegung in der Bundesrepublik. Vor allem die frühen Veröffentlichungen aus der Zeit vor dem amerikanischen Exil, die innerhalb der Studierendenbewegung als Raubdrucke zirkulieren, waren dabei wichtig. So liefert der 1940 von Max Horkheimer veröffentlichte Aufsatz Autoritärer Staat die Argumentationslinien für die Proteste der Antiautoritären gegen die Notstandsgesetze und zur Analyse der bundesrepublikanischen Gesellschaft der späten 1960er Jahre. Diese Zeit war geprägt durch den ersten Kriseneinbruch nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf diesen Kriseneinbruch reagierten die Herrschenden mit korporatistischen Methoden, das heißt Staat, Unternehmen und Gewerkschaften zogen an einem Strang, um das Land wieder aus der Krise zu retten, was ja heute auch wieder sehr vertraut klingt. Horkheimer hat diese klassenübergreifende Zusammenarbeit der staatlichen, monopolistischen und gewerkschaftlichen Bürokratien bereits für die 30er und 40er Jahre als das gemeinsame Element der Krisenreaktion benannt. Und dies wollte er sowohl für die westlichen Demokratien wie die USA, hier wäre das Stichwort New Deal, also sowohl für die westlichen Demokratien, als auch für die faschistischen Regierungen in Europa, als auch für das stalinistische Regime verstanden ist. Die antiautoritären Studierenden übertragen nun Horkheimers Analyse auf die Verhältnisse der BRD. Prominent geschieht es im sogenannten Organisationsreferat von Rudi Dutschke und Hans-Jürgen Krahl. Dort stellen die beiden bedeutendsten Vertreter der Neuen Linken in Deutschland fest, dass der Staat durch die Ausschaltung der Konkurrenz im Monopolkapitalismus und die Symbiose mit der industriellen und finanzwirtschaftlichen Bürokratie zum gesellschaftlichen Gesamtkapitalisten wird und die Gesellschaft zur Gesamtkaserne. Diesen antidemokratischen Tendenzen stellen Dutschke und Krahl direkte, bewusstseinskonstituierende Aktionen entgegen, die die Manipulation der Bevölkerung durchbrechen sollen. Dabei sind die Zielgruppe in erster Linie die an der Aktion beteiligten Jugendlichen, die durch die sogenannte Aufklärung durch die Aktion politisiert werden sollen. Dutschke und Krahl sehen in den protestierenden Jugendlichen Katalysatoren, die zum Ausgangspunkt für die Rückgewinnung der revolutionären Funktion der Arbeiterinnenklasse werden könnten. Dabei beziehen sie sich auf einen weiteren Vertreter der kritischen Theorie, nämlich Herbert Marcuse. Dieser, von der Presse als das Idol der Studenten bezeichnete Philosoph, hatte eine Integration der Arbeiterinnen in die eindimensionale Gesellschaft festgestellt. Und seiner Meinung nach könnten nur nicht integrierte Randgruppen, also Marcuse lebt in den USA und denkt hierbei in erster Linie an die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen, also nur nicht integrierte Randgruppen und Intellektuelle könnten durch ihre Proteste dafür sorgen, dass diese Integration der Arbeiterinnen wieder rückgängig gemacht werden könnte. Verstärkt wird diese Analyse noch dadurch, dass Marcuse die Arbeiterinnenklasse nicht auf das Industrieproletariat beschränkt sehen will, sondern durch die Automatisierung einen stetigen Bedeutungsgewinn der White-Collar-Workers, also Techniker, Forscher, Facharbeiter, erkennt. Zur selben Zeit werden ähnliche Gedanken von Serge Mallet, der von einer neuen Arbeiterklasse spricht, und von Charles Wright Mills diskutiert,
der in den radikalen Intellektuellen die einzige historische Agentur der Veränderung sieht. Die Neue Linke überwindet also mit Hilfe dieser Überlegungen die leninistische Beschränkung auf das Industrieproletariat als dem einzigen revolutionären Subjekt. Konkret umgesetzt werden die Gedanken Marcuses etwa in der sogenannten Randgruppenkampagne, bei der in erster Linie Jugendliche in geschlossenen Heimen organisiert werden sollen. Viele Heimjugendliche nutzen die Aktion der Antiautoritären und flüchten aus den Heimen und werden anschließend von den Studierenden in ihren Strukturen versorgt. Eine Einbindung in die politische Arbeit misslingt dagegen meistens, da die Jugendlichen lieber ihre neu gewonnenen Freiheiten genießen, als in den studentischen Gruppen mitzuarbeiten. Im Gegensatz zu diesen Überlegungen Marcuses, die sich in eine konkrete Praxis umsetzen lassen, tut sich die Protestbewegung mit den Theorien Adornos deutlich schwerer. Denn für Adorno ist eine unmittelbare emanzipatorische Praxis in den herrschenden Verhältnissen nicht nur nicht mehr möglich, sondern sie würde sogar den Verblendungszusammenhang nur noch verstärken. Daran üben die radikalen Studis schon früh Kritik. So schreibt etwa die subversive Aktion bereits 1963, Zitat, die Frage erhebt sich, ob die Frankfurter Schule durch die beständige Proklamierung der Ausweglosigkeit der bestehenden Situation die Dialektik dieser Einsicht durchschaut hat und ob sie sich nicht durch die Manie der perfekten Analyse, durch die selbst die bedeutendsten Leute von der Gesellschaft aufs Eis gelegt werden, von der Impotenz einer Aktion freispricht. Das Verhältnis von Theorie und Praxis ist folglich der Knackpunkt, an dem die antiautoritären Studierenden mit ihrem theoretischen Vorbild Adorno immer wieder aneinander geraten. Geradezu exemplarisch deutlich wird dies an der Besetzung des Instituts für Sozialforschung im Wintersemester 1968-69. Diese Besetzung wird von dem Adorno-Schüler Hans-Jürgen Krahl mit angeführt, der davon ausgeht, dass Bewegung in gewissem Maße immer noch auf kritische Autoritäten angewiesen ist, die mit der Waffe der Autorität selber das Autoritätsprinzip der Gesellschaft mit abbauen helfen sollen. Doch diese Hoffnung erweist sich als trügerisch, denn Adorno als Direktor des Instituts lässt die Besetzung durch die Polizei räumen. Detlef Clausen schreibt rückblickend über diese Aktion, Zitat, in der Besetzung des Instituts äußert sich der Wunsch nach Hilfe von den Vätern, die einen so schwach in der Welt dastehen ließen, mit all dem theoretischen Rüstzeug, das sie einem gegeben hatten. Aber es waren keine realen, sondern intellektuelle Väter, die dort attackiert wurden. Und damit wurden die gesellschaftlichen Verhältnisse repersonalisiert auf die, deren Arbeit zur Kritik derselben am meisten beitragen. Die Protestbewegung reagiert empört auf die Reaktion der kritischen Theoretiker und wirft ihnen vor, zu Bütteln des autoritären Staates geworden zu sein. Doch die kritische Theorie ist in diesem Punkt nicht einheitlich. Marcuse schreibt in einem Brief an Adorno, dass er, wenn die Alternative ist, Polizei oder die Studenten der Linken, bin ich mit den Studenten. Es zeigen sich also deutliche Unterschiede im Verhältnis zur Protestbewegung. Während Adorno und auch Horkheimer dieser eher distanziert gegenüberstehen, wenn auch Adorno öfter seine Sympathien ihr gegenüber äußert, sieht sich Marcuse an der Seite der protestierenden Studierenden. Der Adorno-Assistent Jürgen Habermas dagegen steht an der Seite seines Vorgesetzten. Obwohl er schon seit Jahren aktiv für eine Reform der Studienbedingungen und gegen die drohende Atombewaffnung der Bundeswehr protestiert, gehen ihm die Aktionen der Antiautoritären zu weit. In diesem Zusammenhang fällt auch der berühmte, später von Habermas wieder zurückgenommene Vorwurf des linken Faschismus. Habermas sieht, durchaus analog zu Horkheimer und Adorno, die Gefahr, dass die Aktionen der Studierendenbewegung zu autoritären Gegenreaktionen von Staat und Gesellschaft führen werden, die die noch nicht sehr tief verankerte parlamentarische Demokratie gefährden können. Er schlägt stattdessen ein Bündnis mit Gewerkschaften und liberaler Presse vor, um so eine schrittweise Demokratisierung zu erreichen. Diesen Überlegungen begegnen die Antiautoritären mit der Kritik, dass die Gewerkschaften längst selbst zu autoritären Massenorganisationen geworden sind, die sich in die vorherrschende Tendenz des integralen Etatismus eingefügt haben. Einer unmittelbaren Aufklärung der Bevölkerung durch das von Habermas vorgeschlagene Bündnis mit der liberalen Presse erteilen sie ebenfalls eine Absage. Einerseits wäre durch den totalisierenden Zugriff der Kulturindustrie eine solche Strategie überhaupt nicht mehr möglich und andererseits wären auch die Menschen aufgrund ihrer im Spätkapitalismus herausgebildeten Charakterstrukturen gar nicht mehr in der Lage, von einer solchen Aufklärungsstrategie erreicht zu werden. Die antiautoritären Studierenden argumentieren hier also mit den Erklärungen der kritischen Theorie und vor allem der frühen kritischen Theorie gegen Habermas.
Ihrer Meinung nach kann nur eine auf Selbstveränderung in den Protesten gerichtete Strategie erfolgreich sein. Sie versuchen praktische Lehren aus den Forschungen der kritischen Theorie zu den für den Faschismus anfälligen autoritären Charakterstrukturen zu ziehen. Sei es durch ihre Aktionsformen wie Teach-ins oder konfrontativen Happenings, ihren Experimenten alternativen Zusammenlebens in Kommunen oder Wohngemeinschaften oder der Versuch, nicht autoritäre Formen der Erziehung, etwa in Kinderläden, zu erproben. Diese Praxis belegt, dass sich der antiautoritäre Flügel der Studierendenbewegung intensiv mit der Faschismusanalyse der kritischen Theorie auseinandergesetzt hat und daraus Handlungsoptionen ableitet. Bei der inhaltlichen Debatte über die Theorie des Faschismus spielt in erster Linie die Zeitschrift Das Argument eine Rolle. Dort ist das Thema über mehrere Ausgaben der Schwerpunkt. Die Argumentautoren grenzen sich dabei sowohl vom westlichen als auch vom östlichen Faschismusverständnis ab. Im westlichen wird dabei entweder die Schuld an den NS-Verbrechen auf eine diabolische Führungsgruppe um Hitler abgeschoben oder mit Hilfe der Totalitarismustheorie festgestellt, dass der östliche Totalitarismus sowieso viel schlimmer sei. Die im Argument ebenfalls zu Wort kommenden DDR-Faschismusforscher sehen dagegen in den Nazis reine Marionetten des Monopolkapitals, die das kapitalistische System vor dem proletarischen Ansturm retten muss. Dagegen betonen die Argumentautoren einerseits den Zusammenhang von kapitalistischer Vergesellschaftung und Faschismus, dies immer wieder mit explizitem Rückgriff vor allem auf Horkheimer, aber andererseits eben auch die qualitativen Unterschiede. Der Historiker Tim Mason etwa sieht im Nationalsozialismus ein Primat der Politik vor der Ökonomie am Werk, das den klassischen Faschismusanalysen widerspricht. Die Judenvernichtung überschreitet jede kapitalistische Rationalität und lässt sich somit mit der orthodox-marxistischen Analyse nicht mehr erfassen. Und Ronald Wiegand entfaltet in seinem Aufsatz Herrschaft und Entfremdung, zwei Begriffe für eine Theorie über den Faschismus, eine Analyse des Antisemitismus, die schon zentrale Gedanken vorwegnimmt, die später Moshe Postone für seine Überlegungen verwenden wird. Der Kampf gegen den Antisemitismus spielt für die frühe Studentenbewegung der 50er und frühen 60er Jahre eine zentrale Rolle. Proteste gegen die Filme des Jus-Süß-Regisseurs Veit Harlan oder gegen antisemitische Übergriffe bestimmten damals die Agenda der studentischen Aktivisten. Doch auch theoretisch versuchten sie, den Antisemitismus zu fassen. Dazu wurden Seminare, Vorträge und Ausstellungen organisiert. Die Texte der kritischen Theorie, etwa das Kapitel Elemente des Antisemitismus aus der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno, spielen dabei eine große Rolle. Als ein Beispiel des studentischen Engagements gegen Antisemitismus will ich hier das Seminar Die Überwindung des Antisemitismus aus dem Jahr 1960 in Berlin anführen. Dort wurde festgestellt, dass der aktuelle Judenhass in der Bundesrepublik sich aus zwei Quellen speist. Erstens gab es in der BRD keine schonungslose Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und zweitens herrsche ein totalitärer Antikommunismus, dessen Strukturen Parallelen zum Antisemitismus aufweisen. Aus diesen Ergebnissen zieht das Seminar den Schluss, die Kontinuitäten zwischen dem Nationalsozialismus und der Bundesrepublik zu untersuchen. Eine Arbeitsgruppe wird eingerichtet, die Material zu personellen Überschneidungen sammeln und auswerten soll. Aus dieser Materialsammlung gehen Ausstellungen wie etwa die zur ungesühnten Nazi-Justiz hervor, in der Beweise für NS-Verbrechen von Richtern und Staatsanwälten präsentiert werden, die noch in der Bundesrepublik aktiv sind. Die Ausstellung ist in der Öffentlichkeit damals stark umstritten, da viele Dokumente darin aus der DDR, Polen und der damaligen Tschechoslowakei stammen. Sie wird deshalb als SED-Propaganda abgelehnt. Und sie ist auch ein Grund für den Unvereinbarkeitsbeschluss zwischen der SPD und seinem damaligen Studierendenverband SDS. Dieser Beschluss beschleunigt die Wandlung des SDS von der SPD-Nachwuchsorganisation zum deutschen Vertreter einer neuen Linken, wie sie sich bereits in Frankreich, Großbritannien oder den USA herausgebildet hat. Diese internationalen Kontakte führen nicht nur zum Austausch über neue Aktionsformen, wie die aus der US-Bürgerrechtsbewegung hervorgegangenen Sit-ins, Teach-ins, Go-ins etc., sondern bieten auch die Möglichkeit, sich über theoretische Fragen auszutauschen und dabei Ansätze wie etwa den Situationismus aus Frankreich kennenzulernen. Die vorhin schon erwähnte subversive Aktion ist quasi der deutsche Ableger des Situationismus gewesen. Die weitere Entwicklung der Protestbewegung wird dann auch unter anderem durch die Ereignisse in Frankreich beeinflusst.
Dort kommt es im Mai 1968, ausgelöst durch studentische Protestaktionen, zu einer sozialen Revolte, die große Teile der Arbeiterinnenklasse erfasst und das gesamte Land lahmlegt. Auch in Deutschland erreichen die Proteste im Frühjahr 1968 ihren Höhepunkt. Einerseits mit dem Widerstand gegen die Notstandsgesetze und andererseits nach dem Attentat auf Rudi Dutschke. Die Anti-Notstandsproteste werden 68 zu einer Massenbewegung, an der sich nicht nur die Studierendenbewegung, sondern auch Gewerkschafter, Pazifisten und weitere gesellschaftliche Gruppen beteiligen. Doch kann die Einführung der Gesetze nicht verhindert werden. Zwar kommt es in Bonn zu einer eindrucksvollen Großdemonstration, aber eine Aktionseinheit kam nicht zustande, da die Gewerkschaftsführung zu einer eigenen Veranstaltung nach Dortmund mobilisiert hatte. Auch der Streikaufruf des SDS wird fast nur an Unis und Schulen befolgt, nur in einigen wenigen Betrieben kommt es zu kurzen Arbeitsniederlegungen. Auch das Attentat auf Rudi Dutschke führt zu einer Ausweitung der Proteste. Nun springt die Studentenrevolte endgültig in West-Berlin in die gesamte BRD über und wird durch die Beteiligung von Schülern und Lehrlingen zu einer allgemeinen Jugendbewegung. Die sogenannten Osterkrawalle werden zu den bis dato schwersten Ausschreitungen in der Bundesrepublik. Zum Ziel der Angriffe wird dabei meist der Springer-Konzern, der durch seine mediale Hetze das Klima für das Attentat geschürt hatte. Bereits vorher gab es in der Studierendenbewegung den Plan, eine enteignet Springer-Kampagne zu starten, um dessen monopolisierte Meinungsmacht zu brechen. In der Folge dieser Proteste strömen nun massenhaft Interessierte in den SDS und die antiautoritären Clubs und bringen diese an ihre organisatorischen Grenzen. Dieser neuen Generation der Aktivisten fehlt die Erfahrung der jahrelangen theoretischen Diskussionen, die antiautoritäre Fraktion in den 60er Jahren bis dahin geprägt hatte. Essentielle Bezugspunkte, wie etwa die kritische Theorie, werden nun zunehmend verdrängt. Die neuen Aktivisten und die Erfahrungen aus Frankreich, die wilden Streiks und Besetzungen, aber auch das Scheitern von zentralen Projekten in Deutschland, wie der Anti-Notstands- und der Anti-Springer-Kampagne, führen zu einer inhaltlichen Neuorientierung der Proteste. Die studentischen Aktivisten spüren, dass ihre Proteste an eine Grenze gestoßen sind. Unter anderem ist es, im Gegensatz etwa zu Frankreich oder Italien, nicht gelungen, größere Teile der Arbeiterinnenklasse zu mobilisieren. Die aktionistische Dauermobilisierung, in die die Bewegung spätestens seit den tödlichen Schüssen des 2. Juni 1967 eingetreten ist, lässt kaum mehr Zeit zur theoretischen Reflexion. Hans-Jürgen Krahl kritisiert dies, wenn er ausführt, Zitat, erst wenn ein historisches Selbstbewusstsein organisatorische Gestalt angenommen hat, dass die falsche Identitätsangst die Bewegung sei zersetzt, wenn sie nicht alle 14 Tage mit einer spektakulären Aktionsfolge aufwarte, beseitigt, bieten sich die geschichtlichen Bedingungen der Möglichkeit, einen Begriff revolutionärer Strategie zu entwickeln. Doch ein großer Teil der Aktivisten ignoriert diese Kritik und wendet sich von den antiautoritären Positionen ab. Dies wird auch durch die im Herbst 1969 ausbrechende Welle wilder Streiks in Deutschland, den sogenannten Septemberstreiks, befördert. Innerhalb der Bewegung wird nun von der proletarischen Wende gesprochen. Aber anders als etwa in Frankreich oder Italien führt dies in der deutschen Linken zu einer Retraditionalisierung. Hatte sich der antiautoritäre Flügel der Protestbewegung bisher auf die Dissidentenströmungen der Arbeiterinnenbewegung bezogen, vom Rätekommunismus bis zum westlichen Marxismus, folgt nun eine Rückbesinnung auf die sozialistischen Klassiker. So empfiehlt zum Beispiel der Basisgruppenrat in Frankfurt Texte von Lenin und Mao zur Schulung. Begründet wird diese Auswahl mit dem Erfolg, den diese Revolutionäre in der Geschichte haben. Zitat, wir wollen nicht lesen, was gerade aktuell erscheint. Das sind meist Schreibtischprodukte linker Professoren. Wir wollen wissen, was richtig und falsch ist. Das lesen wir, wenn wir die Genossen studieren, die in den letzten 150 Jahren die proletarische Revolution erfolgreich geführt haben. Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong. Dann kann uns auch kein linker Akademiker mehr etwas vormachen. Ohne revolutionäres Studium ist langfristig eine revolutionäre Praxis der Lehrlinge in den Stadtteilbasisgruppen und der Aufbau einer schlagkräftigen Organisation nicht möglich. Der Hinweis auf den Aufbau einer schlagkräftigen Organisation weist schon den Weg der weiteren Entwicklung. Es folgt das sogenannte Gründungsfieber. Überall im Land bilden sich kleine Gruppierungen und zersplittern die bis dato relativ einheitliche westdeutsche Linke. Viele dieser Zirkel beziehen sich positiv auf den Maoismus oder andere Lesarten des Marxismus-Leninismus. Die bisherige inhaltliche und praktische Orientierung der Bewegung wird nun radikal abgelehnt.
So spricht etwa die Heidelberger Ortsgruppe des SDS von der Liquidierung der antiautoritären Phase. Die neu entstehenden Gruppierungen begreifen sich meist in Analogie zur Situation in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts und in der Begrifflichkeit Lenins als Zirkel, das heißt als Keimform der aufzubauenden kommunistischen Partei. Aus der Überwindung des Zirkelwesens sollte, so die innerhalb der ML-Bewegung allgemein akzeptierte Perspektive, eine bundesweit relevante revolutionäre KP in der Tradition der Komintern der 20er Jahre entstehen. Dem Maoismus kommt bei dieser Entwicklung eine zentrale Rolle zu. Seine deutsche Spielart entsteht dabei aus der antiautoritären Bewegung selbst heraus. Dort gibt es schon länger eine gewisse Sympathie mit der chinesischen Kulturrevolution. Dieser positive Bezug durch Teile der Studierendenbewegung hat dabei in erster Linie projektiven Charakter. Das heißt, die westlichen Rezipienten lesen aus den Ereignissen im Fernost das heraus, was sie für ihre Ideologiebildung gebrauchen können. Der Maoismus und die Kulturrevolution werden so zu Images, die mehr über die Protestbewegung aussagen, als über die historischen Ereignisse in China. In der Bundesrepublik dient diese Bezugnahme zur doppelten Abgrenzung. Einerseits gegenüber den herrschenden Verhältnissen im Westen, in dem auf eine scheinbar verwirklichte sozialistische Gesellschaft verwiesen wird, aber auch gegen den Staatskapitalismus östlicher Prägung, dem der revolutionäre Elan des Maoismus entgegengehalten wird. Ein weiterer wichtiger Grund für die Attraktivität der Kulturrevolution findet sich in seiner Jugendlichkeit. Dies ermöglicht die Übertragung der chinesischen Verhältnisse auf die eigenen gesellschaftlichen Zustände. Wie in China die Jugend gegen die alten Kader rebelliert, die angeblichen Sozialismus bedrohen, so protestiert auch in Westdeutschland die Jugend gegen die Herrschaft der alten Elite, die oft genug aus alten Nazis besteht. Treffend wird dies bei der Gedenkdemo an die Ermordung von Luxemburg und Liebknecht 1969 veranschaulicht, als dort die Parole "Sie sind alt, wir sind jung, Mao Zedong" gerufen wird. Mao wird in dieser Weise zur Ikone des antibürgerlichen Protestes. Und Gerd Köhnen sieht in ihm die radikalste und plakativste Antithese zur alten bürgerlichen Welt, ebenso wie zur alten reformistischen Linken. Kein Wunder also, dass sie auch die Kulturindustrie des chinesischen Revolutionsführers bemächtigt und von Brigitte Bardot bis Paul Breitner der Mao-Look modern wird. Doch schon bald wird aus diesem noch eher lockerem Spiel mit dem antibürgerlichen Mao-Image das trüge Zitieren des großen Vorsitzenden zur Legitimation der eigenen Kaderorganisation. Und Mao wird eingereiht in die Ahnengalerie der sozialistischen Klassiker, die in dogmatischen Schulungskursen gepaukt werden müssen. Die erste, einigermaßen relevante Partei, die sich auf den Maoismus bezieht, ist die KPdML, also die Kommunistische Partei Deutschlands, Marxisten-Leninisten, die sich pünktlich zum 50. Gründungsjubiläum der KPD am Jahreswechsel 1968-69 gründet. Sie entsteht ursprünglich als Abspaltung der illegalen KPD. Ausgangspunkt dafür sind die Lesekreistreffen des maoistischen Roten Morgens, der zum Zentralorgan der KPdML avanciert. Aber erst die niedergehende Studentenbewegung liefert der Partei den Zulauf, um zur ersten K-Gruppe der Bundesrepublik zu werden. In dieser Phase der Zersplitterung und der ideologischen Neuorientierung verabschieden sich die linken Zirkel zunehmend von der antiautoritären Phase und den damals vertretenen Positionen. Nicht alle sind dabei schon so weit wie die KPdML, aber die Abwendung von den antiautoritären Positionen wird zum deutlichen Trend. Wie schnell dies zum Teil geht, verdeutlicht die sogenannte Randgruppenkonferenz im Februar 1970 in Berlin. Geplant wurde die Zusammenkunft als Gedankenaustausch derjenigen Gruppen, die sich sowohl praktisch als auch theoretisch mit der Organisierung von gesellschaftlichen Randgruppen beschäftigen. Und dies explizit in Bezug auf die Überlegungen der kritischen Theorie, in erster Linie natürlich Marcuses Texten zum Thema. Doch auf der Veranstaltung werden dann diese Positionen fast einhellig zurückgewiesen. Die eben noch als rebellierende Speerspitze angesehenen Randgruppen werden unversehens zu konterrevolutionären Lumpenproletariern. Und die Vorbereitungsgruppe der Konferenz führt das Ergebnis aus. Trotzdem ist das Ergebnis des Seminars festzuhalten, dass der überwiegende Teil aller anwesenden Gruppen darin übereinstimmte, dass die strategischen Schwerpunkte der Bewegung in der Stadtteilarbeit, insbesondere proletarische Erziehungsarbeit, der Betriebsarbeit und den Anstrengungen zum Aufbau einer proletarischen Organisation liegen müssen und nicht in der Weiterführung oder dem Neubeginn punktueller Arbeit mit deklassierten Proletariern.
Statt der Organisierung von Strafgefangenen, Jugendlichen aus Erziehungsheimen und Obdachlosen wird nun der Aufbau der kommunistischen Partei gefordert und die Industriearbeiterinnenklasse zum einzig revolutionären Subjekt erklärt. Mit dieser Neuorientierung ändert sich natürlich auch die Sichtweise auf die Intellektuellen. Und da die meisten Aktivisten in den linken Zirkeln immer noch Schüler und Studenten sind, also auch die eigene Rolle im Revolutionsprozess. Im Gegensatz zur antiautoritären Phase der Proteste, als man den Intellektuellen mit Bezug auf die Theorien von Herbert Marcuse noch eine Katalysatorfunktion im Klassenkampf zugestand, wird nun auch hier zunehmend auf die marxistisch-leninistischen Ansichten zurückgegriffen. Die Intellektuellen gelten nun nur noch als Bündnispartner des Industrieproletariats, die sich diesem unterzuordnen haben. Zumindest in der Theorie. Denn in der Praxis ergibt sich ein ganz anderes Bild. Nach Lenins Auffassung sind nämlich die Arbeiterinnen nur in der Lage, ein sogenanntes trade-unionistisches, also gewerkschaftliches Bewusstsein zu entwickeln. Das heißt, sie würden nur ihre unmittelbaren materiellen Verbesserungen wie höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten etc. kämpfen können, aber sich keine umfassende gesellschaftliche Erklärung für ihre Position als ausgebeutete Klasse erarbeiten können. Diese analytische Weitsicht bliebe den Berufsrevolutionären eigen, die sich vornehmlich aus den bürgerlichen Klassen rekrutieren. Somit gelingt der leninistischen Parteitheorie hiermit das Kunststück, sich als Intellektuelle einerseits dem Proletariat unterzuordnen, aber andererseits über die Partei der Berufsrevolutionäre doch die Führung der Arbeiterinnenklasse zu behalten. Das Proletariat wird zum Objekt, das von den Revolutionären geformt werden muss. Oder wie es Maxim Gorki ausdrückte, für Lenin ist die Arbeiterklasse dasselbe, was für den Metallurgen das Erz ist. Somit kann der Leninismus als eine Legitimationsideologie für die Führungsrolle der Intellektuellen über die Arbeiterklasse gesehen werden. Diese These hatte der holländische Rätekommunist Anton Pannekoek bereits 1938 in seinem Aufsatz Lenin als Philosoph aufgestellt. Er schreibt darin über die Funktion des Leninismus in der russischen Revolution, Zitat: Diese materialistische Philosophie war gerade die richtige Lehre für die Masse der neuen russischen Intelligenz, die voll Begeisterung in Naturwissenschaft und Technik die Basis einer von ihnen geleiteten Produktion erkannte und die als neue herrschende Klasse eines Riesenreichs die Zukunft vor sich offen sah. Dieser Text erscheint 1969 erstmal auf Deutsch in der renommierten Europäischen Verlagsanstalt und hätte der zerfallenden Studentenbewegung eine Warnung sein können. Doch die in den neoleninistischen Aufbauorganisationen Aktiven wehren diese Gedankengänge ab und verfolgen konsequent das Ziel, eine bolschewistische Partei in der Bundesrepublik aufzubauen. Die KPdML schreibt in ihrer Gründungserklärung über ihre Motivation, die kommunistische Partei aufzubauen, dann noch entlarvend offen, Zitat: Sollen wir warten, bis die sich ständig verschärfenden Klassenauseinandersetzungen in Deutschland einen Grad erreicht haben, an dem die Massen spontan und ohne die notwendige Führung durch eine marxistisch-leninistische Partei zu handeln beginnen? Die Frage, warum die Partei dabei für die marxistisch-leninistische Strömung eine so zentrale Funktion einnimmt, wurde auch schon früh von linken Kritikern der Sowjetunion gestellt. Jetzt folgt ein Zitat der Gruppe Internationaler Kommunisten Hollands. Der absolute Führungsanspruch der revolutionären, kleinbürgerlichen, jakobinischen Intelligenz verbirgt sich hinter der bolschewistischen Auffassung von der Rolle der Partei in der Arbeiterklasse. Die Unterordnung der kämpfenden Arbeiterklasse unter die kleinbürgerliche Führung begründet der Bolschewismus mit der Theorie von der Avantgarde des Proletariats, die er in seiner Praxis bis zu dem Grundsatz ausbaute: Die Partei verkörpert die Klasse. Sie ist also nicht Werkzeug der Arbeiterschaft, sondern die Arbeiterschaft ist ihr Werkzeug. Der Aufbau der Partei dient also perfiderweise der Aufrechterhaltung der Vormachtstellung der Intellektuellen über die Arbeiterinnen und das Ganze im Namen der Arbeiterinnenklasse. Diesem historischen Vorbild aus der russischen Revolution folgen nun größere Teile der Protestbewegung nach, indem sie die Mitgliederorganisation des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes 1970 liquidieren und mit dem Aufbau leninistischer Kaderorganisationen beginnen. Aus ihren studentenbewegten marxistisch-leninistischen Aufbauorganisationen entstehen nun vom Jahreswechsel 1968-69 die bereits schon erwähnte KPdML, bis 1973 die verschiedenen K-Gruppen. Dazu zählen, ein paar hast du ja schon genannt, die Kommunistische Partei Deutschlands Aufbauorganisation, KPdAO, der Kommunistische Bund Westdeutschlands, KBW, der Kommunistische Bund, KB, der Kommunistische Arbeiterbund Deutschlands, aus dem dann später die heute noch existente Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands hervorgeht, und der Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD. Daneben gibt es noch unzählige weitere kleinere Organisationen, die aber keinerlei gesellschaftliche Relevanz erreichen.
Es gibt übrigens noch mehrere Überbleibsel, also nicht nur die MLPD existiert heute noch, sondern aus der KPDML gibt es noch, ich glaube, fast ein halbes Dutzend Organisationen, die aber kaum mehr als 10 Mitglieder haben dürfen. Die K-Gruppen insgesamt sind dagegen in den 70er Jahren eine der bedeutendsten Strömungen der Linken. Schätzungen zufolge waren zwischen 100 und 150.000 Menschen in diesen organisiert. Inhaltlich waren alle K-Gruppen zu Beginn am Marxismus-Leninismus maoistischer Prägung orientiert. Sie selbst verstanden sich als Kaderorganisationen in der Nachfolge der bolschewistischen Partei. Sie unterscheiden sich folglich auch nur in Nuancen voneinander. Michael Steffen, der eine sehr lesenswerte Monographie über den KB veröffentlicht hat, unterscheidet trotzdem die K-Gruppen in drei Kategorien. Erstens in die sogenannten ultralinken Parteien KPDAO und KPDML, die besonders verbal radikal jede an konkreten Verbesserungen orientierte Politik als reformistisch und ökonomistisch ablehnen, zeitweise der Sozialfaschismus-Theorie der KPD der Weimarer Republik anhängen und im Rahmen der sogenannten Drei-Welten-Theorie nationalistische Positionen vertreten. Zweitens in die zentristischen Bünde KBW und KB, die realpolitisch pragmatischer orientiert sind und zum Teil radikal-demokratische Forderungen aufstellen. Und drittens in die sogenannten rechten Bünde wie den KABD und den AB, also den Arbeiterbund, die ihren Schwerpunkt auf Betriebspolitik legen und kaum außerbetriebliche Aktivitäten entwickeln. Die K-Gruppen entwickeln sich in fast allen Gebieten in das direkte Gegenteil der antiautoritären Bewegung, aus der heraus sie entstanden sind. Die Marxisten-Leninisten lassen sich die Haare abschneiden, die sie sich gerade eben erst lang haben wachsen lassen, lehnen Drogen und Popmusik ab, da diese angeblich nur der Spaltung der Klasse dienen, und halten die deutschen Sekundärtugenden hoch. Daran lässt sich auch schon erkennen, dass sich auch ihr Verständnis vom Nationalsozialismus verändert hat. Schließlich galten die preußischen Tugenden den Antiautoritären als individualpsychologische Voraussetzung für das Mitmachen im NS-Regime. Die intensive Beschäftigung mit der deutschen Vergangenheit, die die Aktivitäten des antiautoritären Flügels der Ständenbewegung geprägt haben, wird nun aufgegeben zugunsten eines generalisierten Begriffs des Faschismus. Dieser wird nun in aller Welt entdeckt und nicht nur der politische Gegner, sondern selbst die politische Konkurrenz wird mit diesem Vorwurf bedacht. So bezeichnen die K-Gruppen, etwa die DKP und andere DDR-orientierte Gruppen als sozialfaschistisch. Zur Erklärung des Faschismus greifen die K-Gruppen auf die dogmatischen Analysen der Kommentaren zurück, die diesen als die offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals betrachtet. Diese Elemente greifen zum Mittel des Faschismus immer dann, wenn das kapitalistische System in Gefahr gerät, durch den Ansturm der proletarischen Massen gestürzt zu werden. Die Besonderheiten des deutschen Faschismus können in dieser Analyse natürlich nicht begriffen werden. Für die K-Gruppen war der Nationalsozialismus nur eine extremere Form kapitalistischer Herrschaft, in der sich alle politischen und ökonomischen Handlungen auf die Interessen verschiedener Kapitalfraktionen zurückführen lassen. Folgerichtig spielt die Bekämpfung des Antisemitismus für die K-Gruppen auch keine Rolle mehr. Dies steht ebenfalls im Widerspruch zur antiautoritären Phase der Proteste. Inhaltlich argumentieren die K-Gruppen nur noch mit den sogenannten sozialistischen Klassikern Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao. Dissidente Strömungen der Arbeiterinnenbewegung, die für die Theoriebildung der Antiautoritären noch konstitutiv waren, werden nun als Abweichler verketzert. Dies trifft natürlich auch die kritische Theorie, über deren Einfluss auf die Studierendenbewegung schreibt etwa die MLPD. Zitat: Viele Studenten, die sich gegen die zunehmende Reglementierung des Studiums und die immer autoritärer verlaufende Anpassung an die Profitinteressen der Industrie wehrten und gleichzeitig durch den Angriff der US-Imperialisten auf das vietnamesische Volk politisiert wurden, suchten nach einem Ausweg. Um ihnen den revolutionären Ausweg des Marxismus-Leninismus zu verbauen, bombardierten die bürgerlichen Verlage diese aufmüpfigen Studenten mit pseudorevolutionären Schriften von Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse und vielen anderen. Die Studenten, denen diese kritische Theorie dieser Philosophen nicht mehr zusagte, wandten sich teilweise über Basisgruppen dem Marxismus-Leninismus zu und wurden dort in einem Sammelsurium linker Gruppen, revisionistischen, undogmatischen, antiautoritären, anarchistischen, trotzkistischen, verdorben. Die MLPD kann sich also die große Bedeutung, die die kritische Theorie für die Studierendenbewegung innehatte, nur als konterrevolutionäres Manöver der Herrschenden erklären, die damit verhindern wollte, dass die Studierenden die Wahrheit des Marxismus-Leninismus, wie ihn die MLPD vertritt,
kennenlernen. Andere K-Gruppen setzen sich etwas intensiver mit der kritischen Theorie auseinander. Schließlich stammen sie aus der anti-autoritären Bewegung, für die kritische Theorie eine der zentralen inhaltlichen Vorbilder war. So veranstaltet etwa der KBW im Rahmen seines revolutionären Volksbildungsprogramms im Winterhalbjahr 1978-79 ein eigenes Seminar zur Kritik der kritischen Theorie. Aus dem zugehörigen Quellenheft lässt sich nachvollziehen, wie das Seminar abgelaufen sein wird. Zuerst werden zu den einzelnen Themenblöcken Texte von den Vertretern der kritischen Theorie präsentiert, denen dann entweder Texte des KBW selber oder der sozialistischen Klassiker gegenübergestellt werden. So soll wahrscheinlich der kritischen Theorie der Anspruch auf den Marxismus streitig gemacht werden. Bezeichnend für die Theorie des KBW ist dabei, welche Texte verwendet werden. So werden zum Beispiel in dem Themenblock, in dem es um die Faschismusanalyse der kritischen Theorie geht, Auszüge aus Georgi Dimitrovs Referat vor dem 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale abgedruckt. Damit wird verdeutlicht, dass der KBW an der orthodox-marxistischen Faschismusauffassung festhält. Bezeichnet ist ebenfalls, was im Quellenheft als Gegenüberstellung zu Adornos Theorie der Ästhetik präsentiert wird. Neben einem Text von Mao zur sozialistischen Kunstauffassung finden sich dort Auszüge aus den ausgewählten Reden zur Kunst, Wissenschaft und Politik des sowjetischen Politbüromitglieds und obersten Kulturfunktionärs der UdSSR, Andrei Alexandrowitsch Stamow, dessen stalinistisches Kunstverständnis, das der KBW zur Kritik der adornischen Ästhetik verwendet, reproduziert mit seinem Insistieren auf der angeblich organischen Verbundenheit der Kunst mit dem Volk durch die Verwendung der biologistischen Formel von den gesunden Prinzipien der Sowjetmusik und der Gegenüberstellung dieser Prinzipien gegen den individualistischen Formalismus einer kleinen Gruppe auserwählter Ästheten völkische Denkprinzipien. Da verwundert es auch nicht, dass es gerade der hier zitierte Chefideologe Stalins ist, der bereits 1946 eine nationalistisch-antisemitisch aufgeladene Kampagne gegen den wurzellosen Kosmopolitismus forciert hat. Doch nicht nur aus den historischen Archiven des Stalinismus bedient sich der KBW zur Abwehr der kritischen Theorie. Auch der erste Sekretär des Bundes, Gerhard genannt Joscha Schmierer, verfasst programmatische Einlassungen im Theorieorgan Kommunismus und Klassenkampf. Darin verwirft er sowohl die kritische Theorie selbst, als auch den antiautoritären Flügel, der sich auf sie bezogen hat. Besonders Hans-Jürgen Krahl wird darin angegriffen und der Beschönigung des Kapitalismus und des Imperialismus bezichtigt. Generell unterteilt Schmierer die kritische Theorie in zwei Strömungen. Diese Einteilung wird dann später von vielen marxistisch-leninistischen Kritiken übernommen werden. Diese beiden Strömungen sind einerseits eine kulturpessimistisch-anarchistische, die vor allem von Horkheimer vertreten wird, und eine reformistische, die durch Habermas repräsentiert wird. Diese Strömungen spiegeln sich nach der Meinung Joscha Schmierers auch in den der Studierendenbewegung nachfolgenden Gruppen wider. Neben einer Fraktion, die dem individuellen Terror und der Subkultur einhängt und damit für ihn in der Tradition der Theorie Horkheimer steht, vertreten die andere Fraktion reformistische Überzeugungen, die der Habermas'schen Strömung der kritischen Theorie entsprechen. Seine Hoffnung setzt Schmierer dagegen auf eine dritte Fraktion, die aus der Studierendenbewegung hervorgegangen ist und die Rekonstruktion der marxistisch-leninistischen Theorie und Praxis in Angriff nehme und damit die Voraussetzung zum Aufbau der proletarischen Kaderpartei geschaffen hat. Im Überblick gesehen ist aber auffällig, dass die Auseinandersetzung mit der kritischen Theorie, nachdem sich die K-Gruppen erst einmal konstituiert haben, deutlich abnimmt. In der Übergangsphase von der anti-autoritären Studierendenbewegung zu den ML-Parteien besteht noch ein größeres Bedürfnis, sich von dieser für die anti-autoritären bedeutenden Traditionslinie abzusetzen. Aber nach der Gründung der Parteien und Bünde scheint dieses Thema abgehakt. Stellt sich nur noch die Frage, wie aus der anti-autoritären Bewegung, deren Ziel es war, sich und die gesamte Gesellschaft emanzipatorisch zu verändern und die sich dabei in erster Linie auf die Dissidentenströmungen der Arbeiterinnenbewegung berufen hat, das glatte Gegenteil entstehen konnte. Autoritäre Kaderorganisationen, deren Vorbild die Modernisierungsdiktaturen Stalins, Maos und selbst Enver Hoxhas waren und die auch nicht davor zurückschreckten, einem Massenmörder wie Pol Pot zu hofieren. Eine befriedigende Antwort auf diese Frage habe ich auch nicht finden können, aber es lassen sich doch einige Thesen formulieren, die dieses Umkippen vielleicht klarer werden lassen. Da wäre zum einen der Leninismus als Phänomen der Niederlage. Auffällig ist, dass auch in anderen Ländern
der Leninismus immer dann an Bedeutung gewinnt, wenn eine Bewegung Niederlagen erlitten hat. Die marxistisch-leninistischen Gruppen in Deutschland entstehen erst, nachdem die Verhinderung der Notstandsgesetze, die Springer-Kampagne und andere Aktivitäten der Studentenbewegung gescheitert sind. Die naiven Vorstellungen auf dem Höhepunkt der Bewegung von schnellen Erfolgen wurden schnell ernüchtert. Und dies führt zur zweiten These. Der Leninismus als Produkt einer labilen Charakterstruktur. Diese Interpretation vertritt etwa der mit der anti-autoritären Protestbewegung sympathisierende Psychologieprofessor Peter Brückner. Für ihn führt eine mangelnde Frustrationstoleranz vieler Teilnehmerinnen der Bewegung, die sich aus der notwendigerweise langen Zeitdauer der erforderlichen Selbst- wie Gesellschaftsveränderung ergibt, zu zwei typischen Formen der Reaktion. Einerseits in eine sich entpolitisierende Strömung der Selbstveränderung des Bewusstseins, die sich etwa in der Kommunebewegung, dem Rückzug in Esoterik und Sekten und den Teilen des Spontaneismus ausdrückt und bei der die Revolutionierung der Gesellschaft vernachlässigt wird. Und andererseits in eine sich dogmatisierende Fraktion, und hier hat Brückner natürlich in erster Linie die K-Gruppe im Kopf, die notwendigen anti-autoritären Impulse der Veränderung der Verkehrsformen und des Bewusstseins zugunsten einer scheinbaren Sicherheit der Parteiform verwirft und allein auf einen politischen Wandel der Verhältnisse setzt. Die Dialektik aus Selbst- und Gesellschaftsveränderung, die anti-autoritären Proteste bestimmt hat, wird nun jeweils zugunsten eines der beiden Elemente zurückgedrängt und dadurch jede revolutionäre Dynamik stillgestellt. Die K-Gruppen sind also die schlechte Aufhebung der anti-autoritären Bewegung.